Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Stream vor allem von Fallout 4, dem, wie hab ich es vorhin genannt? Ich weiß es gar nicht. Wie hab ich es reingeschrieben? Den Wasteland Simulator 2016, obwohl ich 2016 weggelassen habe. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ja, wir sind immer noch an der Siedlung, die wir beim letzten Mal gerettet haben. Ja, nicht gerettet, aber zumindest haben wir den Leuten geholfen. Und die waren nicht so dankbar. Das finde ich irgendwie auch nicht so ganz nett. Naja, ich habe mehrere Probleme. Zum einen, wo zur Hölle ist mein Hund? Den habe ich in der letzten Folge schon die ganze Zeit vermisst. Oder den letzten Stream sogar, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt. Was sind das hier eigentlich? Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Okay, nee, ich dachte, das ist weg. So. Achso, ich dachte, du willst mich jetzt umhauen. Da hätte ich dich aber umgehauen, Fräulein. Ja, mein Hund ist weg. Ich habe da auch schon mit Spike und Markus mal drüber gesprochen. Aber die wussten halt auch nicht so. Also, man kann den wohl irgendwie wegschicken in die Hütte. Dann müsste der in Dingens sein, in Sanctuary. Das habe ich aber, naja, zumindest bewusst nicht gemacht. Und ich sag mal so, wenn ich den irgendwo hab Platz nehmen lassen, dann wird es ganz schön schwierig, den wiederzufinden. Deswegen, ich bewege mich jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehe, ne? Beweg mich mal so in die Richtung. Weil ungefähr da bin ich hergekommen. Beziehungsweise hier bin ich lang gegangen, um in die Siedlung zu kommen. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt zurückporte mit der Schnellreisefunktion, dann ist das Problem, dann finde ich das, glaube ich, nie wieder. Und jetzt müssen wir halt einfach mal Ausschau halten. Das machen wir... Ja, geht er weg. Ja, er hat nicht nachgeladen, das ist wunderbar. Ich sterbe gleich. Ich muss erstmal so richtig klarkommen mit allem, oder? Ich habe keine... Das ist ja voll geil. Scheiße, was mache ich denn jetzt? So. Inventar. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich bin... Das ist halt echt schon wieder eine Woche her. Ja. Ich hab mich echt zurückhalten müssen. Ich habe ja mal ab und zu mal bei Markus reingeschaut. Und ich habe mich echt zurückhalten müssen, nicht selbst reinzuspielen. So, warte mal. Waffenkleidung, Hilfsmittel. Mad X, ja. Das müsste ja mit hier... Nicht bei Waffen, warte mal. Wie hieß denn das? Hilfsmittel? Schrott ist es auch nicht. Munition auch nicht. Mods ist auch falsch. Nuka-Cola. Das ist halt das Problem bei dem Zeug. Ich muss echt mal ein bisschen... Ja, okay, wir sind ja sowieso auf dem Weg nach Hause. Machen wir so. Und TP 0 von 135 erlebt immer noch. Ja, ich habe mir so ein bisschen Glück von dir abgeschaut, Markus. Das geht so, ne? Okay, so. Jetzt bin ich auch irgendwie ein bisschen verwirrt gewesen. Ich glaube, ich habe den jetzt nicht gelootet, ne? Oder? Ich weiß auch nicht mehr, wo der ist. Ja, ja. Okay, ich gehe jetzt einfach mal weiter in die Richtung. Vielleicht bellt er ja, wenn ich vorbeikomme. Das ist so meine Hoffnung. So ein bisschen. Weil ich habe den echt gern gehabt, ja. Das ist mein Hund. Ich habe die Hütte noch nie gesehen. Ich glaube, ich laufe echt falsch. Es ist da zum Kotzen, ey. Ach Mann, wo ist mein Hund? Ja, was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir angegriffen wurden, du kannst nicht in diese Richtung gehen. Ja, ich bin doch dahergekommen. Was? Ey, das ist doch nicht wahr. Da ist ein riesen... Ach, komm. Ja, ach Mann, ey. Kann ich den nicht irgendwie wieder herbeirufen? Wie so ein... Weiß nicht, so ein normales Pet halt. Irgendwie pfeifen und dann steht er plötzlich neben mir. Die Plötze. Mein Hund, ey. Mein Hund. Das passiert, wenn man mit Haustüren nicht richtig umgeht, ja.
und die irgendwann sitzen lässt. Nur, dass der Hund hier, ja, ständig da sitzen bleibt. Bis er tot ist. Ach Gott, ey, echt. Ich glaube total falsch. Ich bin hier noch nie lang gegangen. Nee. Er sieht doch alles gleich aus. Überall Bäume. Und irgendwie kein richtiger, ja, Orientierungspunkt. Ich glaube, ich bin halt auch über den Fluss gegangen. Das sieht nicht so ganz verkehrt aus hier, glaube ich. Ja, hüpft mal hier drüber. Ah, du kannst nicht in die... Warum kann ich denn nicht in diese Richtung gehen? Das ist doch... Wahrscheinlich Meter rechts, ne? Nee. Okay, hier ist auch nicht so geil. Ach. Mann, ey. Komm. Nee, das war... Ich will immer... Ich habe jetzt Bloodborne ein bisschen gespielt. Die letzten Tage. Also eigentlich nur gestern. Aber... ja, man gewöhnt sich schnell wieder daran, dass man mit dem Touchpad irgendwas machen kann. Kann ich ja auch, aber ich will nicht rauszoomen. Weißt du? Daten, Karte, genau. So, Concord. Wo bin ich eigentlich? Sanctuary? Bin ich das da? Ich bin völlig falsch gelaufen. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich bin halt auch völlig falsch gelaufen. Okay. Jetzt ist halt echt die große Frage. Ich weiß erstens nicht, wo die Hundehütten sind. Und die zweite ist, ist er jetzt wirklich da? Und die dritte, was machen wir, wenn er nicht da ist? Habe ich denn meinen Hund verloren? Das wäre ein bisschen ungünstig. Das fände ich halt echt schade. Weil ich habe den echt gemocht. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Okay. Mein Hund ist wieder da. Da bist du. Das gibt's ja nicht. Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Ist das mein Hund? Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Das gibt's ja nicht. Komm her. Komm wieder her. Ne, der folgt mir jetzt, ne? Boah, Gott, ey. Ich habe echt Angst gehabt. Also, mal ehrlich. Es hätte ja nicht sein können, dass der jetzt hier, weiß ich nicht, nicht mehr da ist. Hier, den hätten sie mitnehmen können. Cotsworth. Den braucht eh keiner. Meine Herren, ey. Okay. Ja, dann ist doch alles gut. Jetzt die Frage, habe ich hier ein Bett irgendwie? Bestimmt in meinem alten Haus. War es das da? Ja, ja, das war's. Okay. Die Frage ist, kann ich jetzt einfach so schlafen? Was? Spielzeugauto und Babyrassel. Okay. Ich komme, Kumpel. Nee, ich komme. Irgendwann. Ja, der ist halt... Der Roboter ist halt ein bisschen sehr seltsam. Der ist mir suspekt. Irgendwann, wenn er stark genug ist, bringt er mich um. Ja, das Bett ist kaputt, die Matratze ist weg. Geil. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, gut. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal ein Bett bauen, ne? Ja, das ist natürlich echt ein bisschen doof. Das werden wir halt auch irgendwann mal machen, Anni. Ich habe jetzt so am Rande mitbekommen, dass man halt doch mehr bauen muss in der Story, um halt, ja, seine Sachen letztendlich zu verteidigen. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht irgendwelche Power-Rüstungen hier gelagert. Ich habe meine irgendwo liegen gelassen, weil ich... Ja, die war halt kaputt, ne? So ein bisschen. Deswegen habe ich die einfach irgendwo in der Pampa liegen lassen. Und man sollte das wohl doch irgendwie auch im Story-Verlauf, wie wir denn auch spielen werden, halt irgendwann ausbauen. Das ist das Problem. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da müssen wir, glaube ich, so ein paar extra Streams mit einschieben, damit wir halt da auch ein bisschen bauen können. So, ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt einfach mal eine Quest an und gucken uns da die Gegend an. Wo ist denn die jetzt? Hier war doch irgendjemand. Da... Ach so, ja. Er. Hallo. Ja? Na, red mit mir.
Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich glaube, ich habe dir nie erzählt, was mit den Minutemen passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin. Okay. Ja. Ich bin ganz Ohr. Hast du mal vom Quincy Massaker gehört? Nein. Nein. Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ja, hier. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Das von dir zu hören, bedeutet mir echt viel, Garvey. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich will hier Erfahrungspunkte haben. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Wenn ich der General bin, wo ist dann meine Armee? Sie steht vor dir, fürchte ich. Aber ich habe es ernst gemeint, als ich dich so genannt habe. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Was wird der mir zum Anbieten? Ja. Okay. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Das Problem ist aber, dass dort irgendwelche bösartigen Viecher leben. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Okay. Ich dachte schon, es ist hängen geblieben, ey. Meine Herren. Wir haben nicht viel gemacht, das wäre jetzt nicht so schlimm, aber naja. Okay, so, Hund ist wieder da. Es wird dunkel, das ist nicht so ganz geil. Müssen wir mal das Licht anmachen. Okay, so, dann... Jetzt ist die Frage, wo das ist. Ach, ich will immer irgendwie mit dem Touchpad die Karte aufrufen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir gucken jetzt mal, in welche Richtung das genau liegt. Ist das da? Genau, das ist das da. Dann können wir uns zumindest schon mal... Concord... Okay, da sind wir schon lang gelaufen. Können wir uns die Gegend zumindest schon mal ein bisschen angucken auf dem Weg. Ja, ein paar Viecher töten, ein bisschen looten. Ich brauche halt auch mal bessere Waffen. Das Ding ist halt, ich werde auch mal so ein Jagdgewehr haben. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Laserwaffen irgendwie. Und auch nicht so von großkalibrigen Dingern. Aber ich werde auch keine Einhand, also keine ja, Pistole oder sowas haben. Ja, jetzt ist die Frage, wir müssen irgendwie rüber hier. Das ist gar nicht verseucht, oder was? Doch, doch. Dafür müssen wir halt auch mal ein bisschen looten, mal ein bisschen geileren Scheiß finden. Da hatten wir jetzt ja irgendwie noch nicht so Glück. Mein Hund ist wieder weg. Ich gucke jetzt die ganze Zeit nach dem. Wo ist der jetzt schon wieder? Es ist doch... Da ist er. Ich habe jetzt echt ein bisschen Angst um den, ja? Es ist... unfassbar. Okay. Ach so, es ist mal, was ich halt auch total vergessen habe. Hund hat was gefunden. Wo? Wo?
Ja, wo denn? Das da? Ach so. Ach, hier. Stimpak. Nehme ich doch mit. Danke. Dass wir halt Mods auch vergeben können. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon welche haben. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Davon abgesehen. Nee, eigentlich würde ich das nicht machen. Ich, warte mal, oder muss ich das da machen? Waffenwerkbank. Das. Okay, hier kann ich auch Waffen herstellen. Oder? Inventar. Nee. Das sind meine Waffen, die ich im Inventar habe. Improgewehr. Ja, das, ne? Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Also das kann ich ja mal nehmen. Ist die Frage... Okay, wir haben 19 Schuss dafür. Standardvisier. Ich hätte halt gern... Warte mal. Standardvisier. Kurzreichweiten Zielfernrohr. Jetzt ist die Frage, was wir da machen. Also... So ganz nah ranzoomen wollte ich eigentlich auch nicht. Also das können wir, glaube ich, mal nehmen. Das ist, glaube ich, ganz geil. Ah, da kriege ich auch Erfahrungspunkte für. Okay, keine Mündungsbremse. Standardmagazin. Machen wir mal das hier. Kurzer Lauf. Ja, das ist die Frage, was macht denn der Lauf? Macht das dann mehr Schaden? Achso, der Reichweite, eine höhere Reichweite hat das dann. Weniger Gewicht. Die Feuerrate ändert sich definitiv nicht. Mehr Reichweite. Das ist auf jeden Fall, gerade wenn man aus der Ferne so ein bisschen was angreifen will, was ich halt ehrlich gesagt vorhatte. Ich wollte halt nie so ganz nah ran, wie in den letzten paar Folgen. Und das ist halt... Ja, das ist halt ein bisschen sehr unsicher irgendwie, fand ich. Hier, gehärteter Verschluss, da machen wir auf jeden Fall mehr Schaden. Machen wir mal das hier. Ich weiß gar nicht, ich gebe einfach aus hier. So, das sieht auch schon mal nicht so ganz verkehrt aus, ne? Impro Scharfschützengewehr. Heißt das jetzt sogar. So, alle Modifizierungen und Herstellungsstationen an deinen Werkstatt... Orten haben automatisch Zugriff auf alle gelagerten, eingelagerten... Ach, siehste mal, mir fällt es gerade ein. Wir können mal den ganzen Schrott hier... Wie mache ich denn das? Schrott lagern? Ach so, das ist, was ich drin habe, oder was? Gesamten Schrott lagern. Okay, jetzt habe ich alles rausgepackt, ne? Jetzt habe ich ja wieder Zeug zum Platz, beziehungsweise zum Einlagern bei mir. Das habe ich mich letztes Mal auch mal, ja, nicht gemacht. Wir waren halt unterwegs, davon abgesehen. Aber dann kann man halt umso mehr mittragen. Das ist halt so eine Sache. Steht ja alles immer in so einem kleinen Text, den über benötigt. Ja, ja, das ist die Frage, aber ob das Zeug wertvoll dann ist, was ich da jetzt gerade ausgegeben habe, das ist halt noch so eine Frage. Oder ob ich das jetzt... durch Glück irgendwie bekommen habe. Und jetzt gebe ich das so leichtfertig aus, obwohl das, ja, weiß ich nicht, alles wert ist. So, habe ich das jetzt ausgerüstet? Okay. Da sieht doch schon mal ganz fett aus. Ja, es wackelt halt noch so ein bisschen. Aber ich glaube, damit können wir dann arbeiten. Brauchen halt... Das ist da. Da ist die Richtung, ne? Wir brauchen halt... mehr Munition. Das ist halt wichtig. So, wir können es gleich mal ausprobieren. Probieren wir mal. Wir machen halt auch echt keinen Schaden. Okay, die sind aber stark. Die sind halt echt auch... Oder wir sind halt einfach zu schwach. Habe ich keine... Oh, wieso denn, ey? Getötet von einer Mücke. Wir sind halt auch echt nicht stark bisher. Ich glaube, ich habe bei den Perks auch ein bisschen Kacke gemacht. Weiß ich nicht. Kommt mir so ein bisschen vor. Aber wir müssen auf jeden Fall aufleveln. Das steht fest. Und ja, auch mal ein bisschen mehr Schaden verteilen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass wir halt absolut keinen Schaden machen.
Kommt hoffentlich alles noch. So. Habe ich jetzt echt die Waffe nicht mehr, oder was? Ist das euer Ernst? Waffen? Ah, ich fasse es nicht, ey. Okay, dann mach mal das hier mal. Dann speichere ich das. Da muss ich mich halt auch wieder dran gewöhnen. Einfach mal so schnell speichern machen und all solches Zeugs. Habe ich hier eine Werkbank? Ich habe ja keine Werkbank, ne? Doch, das ist eine Werkbank. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, geh weg. Das ist jetzt meine Werkbank. So. Naja, wir haben halt von allem so wenig Zeugs, ne? So, wir hätten jetzt. Das machen wir jetzt mal noch fix. Da. Nee. Das da, so. Kurzer Lauf. Da hatten wir den verlängerten Lauf. Ja, Standardkolben. Warte mal, Komfortkolben. Ja, bringt das alles nicht so, nicht so viel. Da hatten wir das große Magazin. Und das hier. Obwohl ich da auch nicht so ganz zufrieden bin. Leuchtvisier. Reflexvisier. Erhöhte Fokus und Präzision durch das Visier. Also, ja. Wir machen mal. Naja, das ist nun. Wir machen mal das hier. Einfach mal so testweise. Das ist halt auch nicht so schlecht, ne? Da können wir halt noch mit dem noch ein bisschen Schaden machen. Nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. So. Hier noch das Zeug ablagern. Und dann haben wir es doch hoch. So. Okay. So, hier muss ich halt schnell speichern. Das ist halt wichtig. Dass wir halt, ja, nicht kaputt gehen. Oder nicht so schnell kaputt gehen. Damit wir halt dann zumindest die Rücksetzpunkte ordentlich haben. Damit uns das nicht, nicht nochmal passiert. So, wo haben wir das? Wie heißt das jetzt? Automatisches Impro-Gewehr. Heißt das jetzt automatisch? Ja, es ist das, ne? Oder? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Taktisch. Das muss es das sein. Wir hatten, das ist das einzige Impro-Gewehr, was wir hatten. Das muss es im Grunde sein. Weil, ja, diese riesen Stechmücken sind ein bisschen ekelhaft gewesen. Ah, okay, jetzt haben wir hier Red. Wir waren vorhin nur nicht nah genug drin, deswegen, da müssen wir halt auch aufpassen. Ich bin mir noch unsicher, wann wir halt so Red Array und sowas einsetzen sollten. Um halt nicht alles komplett rauszuballern, das ist halt die Frage. Und dann haben wir es halt in den, ja, nötigen Augenblicken nicht mehr. Da habe ich halt ein bisschen Angst vor, deswegen bin ich dann noch ein bisschen sparsamer, was das angeht. So, wie kann ich denn hier eigentlich was setzen? Das weiß ich halt auch nicht. Das müssen wir auch mal machen. Als Fachspeicher, speichern, genau. Dann nehmen wir mal das hier rein. So. Und das Stimpack. Haben wir ja auch, glaube ich, wieder was. Haben wir ja gerade gesammelt, so ist es nicht. So, haben wir halt eins. Das ist halt auch nicht so ganz geil. Molotow-Cocktail. So, Stimpack ist unten. Das muss ich mir halt merken. So, automatisches Speichern. Warum auch immer. Weil ich Quickslots gelegt habe. Weiß ich nicht. Okay, da kriege ich jetzt nichts mehr raus. Nun gut. Dann müssen wir uns wieder auf den Weg zur Stadt machen. Oh. Oh oh. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Angst haben soll. So. Ich habe mich mal ein bisschen anders in der Letzte. Ihr seht mich jetzt von der Seite. Das ist halt auch ein bisschen. Naja, so kann ich aber bequemer sitzen. Das ist halt alles noch nicht so optimal. Mit dem Rumsitzen. So. Die sind halt auch nicht so ganz stark. Das ist schon mal. So. Okay. Das ist ja. Vielleicht. Oh.
Vielleicht mache ich mit der Waffe auch einfach mehr Schaden jetzt. Aber es kann eigentlich nicht sein. Vielleicht treffe ich auch einfach besser. Das ist das Ding. So. Und was nehmen wir jetzt alles mit?